mein Name ist Zuko, meine Damen und Herren. Ich reagiere heute auf Seven vs. Wild, der Absturz, Folge 1, wo Sandra mit dabei ist. Und ich werde so ein bisschen gucken, in welchen Szenen Sandra ist und die schauen wir uns dann mal zusammen an. Wolken. Hui. Da brennt ein Flugzeug. Und stürzt ab. Krank animiert. Also for real. Zum Intro hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja das Szenario, was die quasi machen. Also die tun so, als wären die in einem Flugzeugabsturz und sind jetzt irgendwo in Neuseeland gelandet, in der eisigen Kälte. Seven vs. Wild crashed. Wann kommt als erstes Sandra? Kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, ne, dass die da mit dabei ist. Lindespass, Neuseeland. Okay. Ich habe noch nicht reingeschaut. Es ist ja schon seit ein paar Wochen, glaube ich, draußen auf Amazon Prime und so, aber jetzt erst auf YouTube. Das heißt, man darf jetzt erst anfangen zu reagieren. Und ich will denen ja auch nicht die Klicks da irgendwie wegnehmen. 1 Grad sind's dann nur. Ach, du heilige Scheiße. Da sind sie, da sind sie. Da ist das Flugzeug. Boah, ich bin gespannt. Wo ist Sandy? So unrealistisch, dass die da mit drin waren, ne? Fritz? Aber der war doch gar nicht mit dabei. Oh, da kommen sie. Da kommen sie. Da kommen die Helikopter an. Ach du Scheiße. Hatten die denn dann Augenbinden auf oder haben die gesehen, wo es quasi hingeht? Das ist Hugo. Den kenne ich nicht. Julia Butix. Wo ist Sandra? Ich glaube es erst, wenn ich da Sandra sehe, dass sie wirklich da war. Kenn ich auch nicht. Sandra! Mit Herpes Pickelpatch. Ich kack im Arsch. Leute, das ist so viel Adrenalin in meinem Körper. Man sieht auch, wie der Helikopter auf der Seite ein bisschen weiter runterhängt. Man sieht gar nichts. Direkt der erste Rechtschreibfehler. Gar nichts wird auseinandergeschrieben, oder? Keine Ahnung, ich will jetzt nicht hier wieder irgendeinen Schwachsinn sagen, aber wird auseinandergeschrieben. Oh, Flying Uwe, lol, stimmt. Ach, die sehen nichts. Die sehen nichts. Ich dachte, es wäre einfach nur beschlagen, weil es im Helikopter warm ist und draußen irgendwie kalt. Ach, die wissen noch gar nicht, wo es hingeht. Oh, Digga, Rehe. Kranke Scheiße. Oh, guck mal, die haben richtig Stress, die Rehe. Na gut, so ein Helikopter landet da wahrscheinlich noch jeden Tag. Sandy! Die ist so am Limit. Ey, ich bin so gespannt auf diese Staffel. Ich war ja nie ein riesen Seven vs. Wild Fan. Ich habe bei dieser... dass sie wirklich nichts sehen. Ich habe ja damals mal, wo die da im Urwald waren, habe ich so ein bisschen drauf reagiert. Aber jetzt natürlich wegen Sandy. Ich werde mir jede Szene von Sandra angucken. Also Intro schauen wir uns komplett an. Danach skippen wir ein bisschen durch. Schon krass, ne? Aber man muss ja sagen, die werden ja selber dahin gebracht. Bei dieser anderen Staffel wurden die einfach aus dem aus dem Helikopter rausgeschmissen, mussten rüberschwimmen. Das wäre hier auch geil, wenn die einfach so Fallschirmsprung hätten machen müssen. Aber da hätte wahrscheinlich zu viel passieren können. Oh Gott, Alter, ich pack mir in die Hose wirklich. Ich will jetzt was sehen. Krank, dass die nichts sehen. Oh, ordentlich am Rand geparkt hier, ne? Geparkt, gelandet. Helikopter werde ich auch niemals verstehen, wie die Dinger fliegen können, ne? Pumpe. Mir geht die Pumpe. Ja, Sandra, dir geht die Pumpe. Wo wir jetzt gleich hier sind. Ich bin so gespannt, Digga. Aber auch krank, dass erste Folge einfach Stunde 15 geht. Was? Oha, Junge, Gänsehaut gerade. Hey, Uwe, siehst du schon was? Ich geh grad raus, Digga. Ja, siehst du was? Digga. Ich seh gar nichts, Digga. Dürfen die noch nicht abnehmen? Oh, er nimmt einfach ab. Ach, was. Oh, der Flugzeug abgestürzt da vorne. Also Julia, gut. Jetzt gerade könnte es doch Deutschland sein. Sind wir mal ganz ehrlich. Ach du Scheiße. Hier ist Schnee? Ja, Sandra, gut erkannt. Herzlich willkommen bei Seven vs. Wild Staffel 4. Ihr seht, ihr befindet euch aktuell in Neuseeland. Wir haben uns diesmal etwas anderes überlegt. Ein Szenario, ein Flugzeugabsturz. Vom Szenario her seid ihr als wie die Schneegesellschaft von Netflix quasi ausgesetzt und abgestürzt. Ganz wichtig. Das heißt nicht, dass ihr irgendwie zusammenbleiben müsst.
Das ist alles eure freie Entscheidung. Ihr könnt als Gruppe zusammenbleiben, ihr könnt euch teilen, ihr könnt wieder zusammenfinden, kleine Grüppchen machen. Das ist keine Sache, wo wir euch irgendwie reinreden wollen. Es sind harte Bedingungen, so viel kann ich sagen. Aber denkt bitte bei jedem Schritt, den ihr geht, daran, dass ihr Eigenverantwortung übernimmt. Und wenn ihr als Gruppe zusammen seid, guckt natürlich auch ein bisschen auf euren Nebenmann oder die Nebenfrau. Dürfen wir mit dem Flugzeug arbeiten? Hey, Fritz hat sich extra so einen kleinen Zettel vorbereitet. Wir haben alles bis ins kleinste Detail durchgeplant. Und Sandra quatscht am ersten Satz direkt rein, ob sie mit dem Flugzeug arbeiten darf. Mann, Sandra, hör zu! Ihr könnt mit allem arbeiten, was ihr habt und was ihr eventuell findet. Wie weit darf man weggehen? Ich mache einmal kurz durch und dann kommen wir kurz zu einem Fragerunde und dann die Sachen kehren. Hab ich ja gesagt. Ey, einfach mal zuhören. Ich glaube, die haben sich da schon was bei gedacht. Aber gut, jetzt kommen die Regeln, oder wie? Aber was ist hier überhaupt los? Ja, okay. Zum ersten Mal werde ich in dieser Staffel nicht mit ausgesetzt, sondern übernehme die Rolle des Herausforderers. Mhm. In meiner neuen Funktion habe ich mit meinem Team das Szenario eines Flugzeugabsturzes entworfen. Die 7 Teilnehmer der Staffel 4 werden hier in den Bergen von Neuseeland als Gruppe ausgesetzt und müssen 14 Tage ums Überleben kämpfen. Krass. Dabei ist es ihnen freigestellt, ob sie die Zeit gemeinsam, in kleinen Gruppen oder allein bestreiten. Mhm. Anders als in allen anderen Staffeln haben die Teilnehmer im Vorfeld als einzige Information eine zu erwartende Temperaturspanne erhalten und durften sich dementsprechend kleiden. Das war's. Sie kennen weder die Umgebung noch die Gegebenheiten, haben keine Gegenstände und wissen auch nicht, dass sie zusammen ausgesetzt werden. Das Flugzeugwrack sowie alles darin Befindliche darf genutzt werden. Mittels Funksprüchen auf Kassetten und einem toten Briefkasten gebe ich unregelmäßig Hinweise auf Fundorte von verstreuten Gepäckstücken im Gelände. Diese sind optional, können aber hilfreiche Gegenstände beinhalten. Jeder Teilnehmer hat für den Notfall ein Medikit und einen GPS-Tracker. Täglich wird mit letzterem ein Code Green geschickt, der bestätigt, dass der Teilnehmer noch am Leben ist. Ein Code Yellow steht für einen Abbruch, ein Code Red für einen lebensbedrohlichen Notfall. Das ist schon krass. Das ist schon geil gemacht. Ich hätte auch Bock, mir das jetzt komplett anzugucken, aber das wird natürlich hier den Rahmen sprengen. Ihr könnt das natürlich machen, das ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ich weiß, ich lache hier mal so ein bisschen und das ist ja auch mein Humor, da dumme Jokes abzugeben. Aber ich habe geistkranken Respekt dafür, was die da alle gemacht haben. Ich habe mich da mit Sandra schon öfters drüber unterhalten, was da so abging. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Wer es bis zur Evakuierung schafft, ist Überlebender. Der Staffel 4 von Seven vs. Wild. Okay, das heißt, es gibt keinen alleinigen Sieger, sondern einfach nur, wenn alle überleben, sind quasi alle Sieger. Fragen. Wie weit kann man weggehen? Also hier jetzt. Ihr könnt euch austoben. Ihr könnt euch am Fluss bewegen, wie ihr wollt, in die Richtung bewegen, wie ihr wollt. Ihr könnt in die Wälder rein, in die Canyons, in die Wälder. Hugo denkt direkt an irgendeinen abgegrenzten Bereich von einer Map oder irgendwie so vom Gaming. Bro, ich glaube, Hugo, du willst gar nicht weit weg von diesem Flugzeug. Da ist ja schon alles gegeben. Ansonsten möchte ich noch eine letzte Sache sagen. Alle Leute, die hier stehen, wurden nicht einfach so random zusammengewürfelt, sondern wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wen wir bei dieser vierten Staffel dabei haben wollen. Wir wollen natürlich eine bunte Mischung haben. Ja, es ist halt, ich habe das von Sandra auch schon ein bisschen mitbekommen, es kam ein bisschen Kritik auch Sandra gegenüber, wo Leute meinten, yo, voll scheiße, das sind Survival-YouTuber, die da mitmachen sollten und nicht so eine Sandra oder Julia oder Hugo. Also ich persönlich als Außenstehender finde es ganz schön, dass da so ein bisschen frischer Wind reinkommt. Und dadurch wird Seven vs. Wild für mich interessant, weil sich Leute der Herausforderungen stellen, wie jetzt beispielsweise eine Sandra, die dafür eigentlich nicht gemacht ist, die da drauf nicht trainiert hat etc. Und nicht nur Leute, die dann sich direkt plötzlich eine Villa und einen Lamborghini dahin bauen. Ich wünsche euch super viel Spaß, egal was es ist, ich bin jetzt schon stolz auf euch. Ich find's geil, dass ihr hier seid. Ich bin ultra hyped. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich hoffe, euch vielleicht auch. Und Sandra, ich sagen, ja. Lasst das Szenario beginnen. Danke dir. Viel Spaß, vielleicht wird es die Erfahrung eures Lebens. Sandra, ja? Sandra, einfach Relaxo. Blend euch hier mal ein Foto von Relaxo ein. Sandra sieht aus wie Relaxo. Du kleiner Sohn. Es geht los. Sandra, okay, wollen wir ganz kurz eine Teamumarmung erst? Nein, Sandy. Warte mal. Die macht jetzt Teamumarmung. Digga! Die macht jetzt Teamumarmung. Ach, Sandra, mein Schatz. Ja, komm her. Kriegst deine Umarmung. Du willst nur, dass ihr warm wird. Digga, ich bin für die Gruppengemeinschaft da. Mehr kann ich nicht. Leute. Mehr kann ich nicht. Warte, nein, sie hält Rede. Oh mein Gott, warte, Leute, Gänsehaut. Wir rocken das 14 Tage. Ja. Digga, hier geht keiner raus.
Haben wir ein Siegesschrei oder so? Ein Motivationsbuch hast du was am Start? Aber. Go! Kommen. Ich finde das ja ganz geil, aber ich glaube, also ich finde das auch ein bisschen cringe. Checkt ihr, wie ich meine? Jeder hat eine GoPro und jeder filmt alles. Dann so, ja, lass jetzt Kamera in die Mitte, damit wir alle Boom schreien. Man denkt natürlich in dem Moment natürlich jetzt gerade auch erstmal so an das Video, glaube ich. Diesen abgesetzten Helikopter, man reactet ein bisschen über, oh mein Gott, wo sind wir und bla bla bla. Aber so, ich glaube, der Ernst kommt noch. Jetzt gerade sind sie noch so, wir brauchen einen Teamschrei, keiner geht raus und bla. Die erste Nacht, das wird, glaube ich, das wird heavy. Jetzt werden hier die Teilnehmer vorgestellt und die gehen dann nach verschiedenen Rankings vor. Hier bei Flying Uwe zum Beispiel 37 Jahre alt, Gewicht 90 Kilo, Beruf, Influencer, Unternehmer und Skill-Ranking. Oh mein Gott, wie wird denn Sandras Skill-Ranking dann aussehen? Selfie Sandra mit ihrem unverwechselbaren... Nein, Sandra! Sandra, warum dab? Das ist krass, die hat mir das gesagt, dass sie einfach gedabbt hat. Wir wollen ihr den Dab zurückbringen. Das klappt nicht. Sandra hat sich noch total die hat gedabbt. Okay, gut, was wird über Sandra gesagt? Und einer Lache, die man nicht überhören kann, wird sie sofort zum Mittelpunkt jeder Runde. Aha. Die direkte und empathische Powerfrau hat sich mit ihrem erfolgreichen Podcast Dick und Doof an die Spitze der Charts gekichert. Mhm. Ihr Hauptfortbewegungsmittel ist der E-Roller. Die rechte Hand fest verwachsen mit dem Tabakerhitzer. Wie schlägt sie sich ohne urbanen Luxus? Oh, wow. No front an Sandra, aber das ist schon auch hoch gepokert, ne? Wir waren campen und sie ist nach einer halben Stunde ins warme Auto gegangen. Also ich sehe Sandra sogar unter dem Minimum. Kranke Scheiße. Gewicht? Ach, Gewicht hat sie... Ah, ja, okay. Gewicht will Sandra wahrscheinlich nicht angeben. Aber das finde ich eh krass. Warum geben die das Gewicht an? Macht das einen Unterschied in der Wildnis? Wer wie viel Kohlenhydrate benötigt oder was? Aber dann müsste man natürlich auch noch Größe und sowas alles angeben. Vielleicht habt ihr Ahnung davon. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich bin halt kompletter Neuling, was sowas angeht. Okay, hier ist ein Flugzeug. Hey, Digga, es ist sehr viel Schrott. Sandra hat mir schon gesagt, sie sagt in jedem Satz Digga. Ich versuche in letzter Zeit, ich muss mehr Wasser trinken. Also ich werde jetzt hier keine Shots trinken oder so. Sondern gesagt, Luca, trink immer Shot, wenn ich Digga sage. Ich trinke jetzt immer einen Schluck Wasser. Erster Schluck. Okay, weiter geht's. Wird schwierig. Ah, wie geil ist das denn? Guck mal, was ich gefunden habe. Ohrstöpsel, Digga. Schlafen. Oh mein Gott. Braucht man die? Okay, sehr viele Glasscheiben. Gurt, auch geil. Gurt, Kanister. Geil. Ah, Gurt, okay, ja, stimmt, gut, ne? Zum Befestigen und so. Aua. Oh mein Gott. Alter. Bruder, du bist auch so dumm. Guck mal hier. Wir haben Kanister. Und, Digga, ich glaube, da ist Essen drin. Ey, Leute. Ja? Wir haben Medikit-Stuff, was du öffnen darfst, ohne rauszufliegen. Medikits. Wir müssen uns erstmal ums Schlafen kümmern. Wir haben keinen Schlafsäcke. Ja, Sandra meinte schon, ihre größte Angst war, dass sie nicht in den Schlafsack reinpasst. Das hatte sie mir vorher schon gesagt. Wir haben nichts zum Drunterlegen. Mhm. Sind die ganzen... Sonnenmilch? Geil. Knicklichter. Taktisches Licht. Aha. Und ist das Schnee oder ist das Glas dort? Das waren wir so gleich. Ich wusste, wenn wir hier hinkommen, das ist richtig so loot-technisch. So richtig Battle Royale-Style hier. Du. Die Helikopter fliegen weg. Was ist da drin? Ich weiß nicht, was drin ist. Boah, damit kannst du Wette so Shelter-mäßig was bauen oder so. Okay, einer checkt schon ab. Das ist krass. Der haut direkt rein. Und so möge es beginnen. Es ist schon episch. Ich glaube, das ist jetzt nur so das Intro, weil ich hatte vorhin, Sandra ist gerade live auf Twitch, hat gerade in ihren Stream ein bisschen reingeschaltet, ein bisschen telefoniert dabei. Das wird gleich so komplett, jeder nimmt sich seine GoPro raus und filmt einfach ein bisschen so, wo es lang geht und so. Darauf bin ich gespannt, weil die Passagen würde ich da würde ich gerne nur das von Sandra gucken, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ihr euch das komplett angucken wollt, ich habe es schon gesagt, ist unten verlinkt und ich respektiere auch das komplette Format, aber mich interessiert es jetzt einfach nicht so doll, wenn einer Holzhacken geht, der kompletter Survival-YouTuber ist, wisst ihr, wie ich meine? Tag 1, 14.36 Uhr, 1 Grad. Oh, die wurden nicht mal morgens ausgesetzt. Gefundene Gegenstände, ja wahrscheinlich einiges, oder? Rohrstöpsel, Wasserkanister, Rettungsweste, Medikits, Blind, Knicklicht, Konserven und Sonnenmilch. Kranke Scheiße.
Sonnenmilch extrem wichtig bei 1 Grad. So, aber jetzt tatsächlich, bevor wir jetzt anfangen, Selfies zu machen und so weiter und so fort, wir haben echt viel zu tun jetzt für heute Abend. Wir haben keine Schlafsäcke. Ja. Es wird super, super heikel gerade. Warum guckt der Sandra an mit, bevor wir anfangen, Selfies zu machen? Hallo? Sie hat doch nicht mal ein Handy dabei. Würdest du sagen, es macht Sinn, wenn wir uns heute Nacht alle ins Flugzeug setzen? Das ist ja komplett offen, das hilft nichts. Also eine Wärmedecke haben wir schon mal gefunden. Ja, ja. Wir haben Sachen, um das alles abzudecken, so theoretisch. Ja, aber das ist jetzt was sonderlich hilft, will ich nicht sagen. Wollen wir das nicht einmal so machen, dass wir echt jeden Winkel einmal hier absuchen, ja, auch von den Flügeln, die da rumlaufen? Vielleicht liegt da was drunter. Guck mal, da liegt ja schon eine Matte. Leute, wollen wir alles, was wir finden, hier reintun? Ja. Hier in den Mittelbereich. Okay. Relativ einfach. Wir brauchen unbedingt heute Feuer. Gar keine Frage. Feuer. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal für heute Nacht, würde ich sagen, einen Schutzbereich ums Flugzeug schaffen. Die Flügel so anstellen, dass wir einen Windschutz machen, weil hier ist komplett exponiert. Schauen wir mal, wie schwer die sind. Die dürften um die 100 Kilo wiegen oder vielleicht ein bisschen mehr. Dass wir die Flügel so anstellen, dass wir in der Mitte einen Schutzraum haben. Sandra im Hintergrund. Hier vorne, das ist krass. Der ist Survival-YouTuber wahrscheinlich, oder? Der weiß ja direkt, wo es lang geht. Wir beide versuchen mal, die Flügel zu bewegen. Zusammen mit Joy. Okay. Und das wäre mal das Erste. Dann haben wir hier so ein bisschen Schutzraum geschaffen. Was macht Sandra denn da hinten? Wir sind hier mitten im Kanal drin. Also das ist super kacke, ehrlich gesagt. Auch für die nächsten Tage müssen wir mal schauen, ob wir hier überhaupt bleiben. Und dann, wer Zeit hat, holt kleines Holz, kleines Material einfach mal her, transportieren. Ob wir und wie wir Feuer hinbekommen, sehen wir dann. Ja. Das ist auch so Lachkick, ne? Jeder hält da seine GoPros in der Hand, filmt. Hier, Hugo filmt, Julia filmt da. So, die sind da nicht, um wirklich zu überleben, sondern die sind da eigentlich, um Content zu machen. Das finde ich so cringe an der ganzen Sache. So, die sind so, jo, wir brauchen dies, wir brauchen das, aber jeder so mit Kamera so am Film. Aber es ist krass, dass Joey da auf jeden Fall direkt so, hieß ja, glaube ich, Joey, die Fackel in der Hand nimmt und so sagt, ja komm, du machst dies, du machst das, du machst das. Ich hoffe mal, dass sich das auszahlt, weil es hört sich auf jeden Fall nach großer Expertise an, die da mit am Start bringen. Kurze Frage, wo ist Stefan? Stefan? Der macht gerade Selfie-Aufnahmen. Nein, ich glaube, der ist Richtung da gegangen. Stefan macht Selfie-Aufnahmen. Joey, schon Stress mit Stefan jetzt hier. Okay, der ist da oben. Die Aussicht ist da Hammer, hä? Ja, okay, macht wirklich Aufnahmen. Von der Umgebung her, ich glaube, das ist vor allem für diejenigen, die nicht so viel Erfahrung haben, unterschätzen das komplett. Das hier ist absoluter Horror. Muss ich ganz offen sagen. Wenn wir jetzt nicht innerhalb von einer Stunde, innerhalb von 2 Stunden Feuer anbekommen und hier irgendwie einen Schutzraum aufgebaut bekommen, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Krank. Direkte Ansagen hier. Das ist krass. Also er ist komplett pessimistisch bisher, aber vielleicht kann man ihm ja Glauben schenken. Vielleicht schaltet er die Hälfte aus. Weil sie es wirklich unterschätzen so ein bisschen. Hugo füllt Wasser ab. Boah, Leute. Sandra. 14 Tage. Ich scheiß mit einer Hose, Alter. Überlegung wäre, dass wir jetzt 2 Flügel hier so anstellen, dass wir uns hier für die Nacht wenigstens reinkauen können. Sandra, wie der Atmen ist. Hoffentlich nicht, es wird aber arschkalt. Das heißt, wir brauchen Holz. Wir müssen das Holz irgendwie entzünden, müssen irgendwo an Feuer kommen. Aha. Da ist auf jeden Fall was abgefallen. Ich trag dir das alles hin, ja, Joe. Okay, super. Alter, Sandra, korrekt. Sandra trägt das ganze Holz rüber und Joe steht da rum und sagt, dass alle rausfliegen. Die stellen jetzt Digga, hier wo den. Wo ist denn Stefan? Schon wieder Digga. Ach, Digga. Muss hier trinken, aber die stellen jetzt anscheinend den Flügel da dran. Und Stefan macht da hinten sein eigenes Ding. Hältst du und ich hole Holz. Mach das, Sandra. Hugo, komm, Holz holen. Ja. Hugo, wir komm, Holz holen. Weil das ist das, was uns heute warm hält. Ja. Holz. Nicht Feuer, Holz. Ey, ich kann's auch nicht glauben, dass wir hier sind. Ich alleine wäre jetzt schon raus. Ich bin froh, dass Joe hier gerade so ein bisschen die Verantwortung übernimmt. Ja, true, da kann man wirklich froh sein. Schaut, was wir machen können. Die Sache ist, das ist alles nasses Holz. Sind das nicht Steine? Das waren doch Steine. Aber ja, ich bin mal gespannt, wann hat Sandra nicht mal irgendwie so einen längeren Redeanteil? Hier kommt es jetzt rein. Also es ist arschkalt, es ist wirklich super, super kalt. Es ist geisteskrank. Ja, wir haben super viel Holz zumindest. Keine Ahnung, ob das gut brennbares Holz ist. Wir haben Wasser, das ist schon mal gut, aber es ist arschkalt. Wir haben hier, glaube ich, wirklich sehr, sehr wenig Möglichkeiten, irgendwas zu essen zu finden. Die beiden Profis
sind sehr angespannt, das merkt man. Jo, das ist mir, das meinte ich ja auch vorhin, das ist schon krass. Und ich weiß nicht, ob das der Gruppe so viel bringt, wenn die da so komplett pessimistisch sind. Natürlich, die sind realistisch und sagen, das ist scheiße und bla 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 bla. Aber direkt zu sagen, jo, die Hälfte wird heute Nacht rausfliegen, da schaffst du jetzt natürlich nicht so einen Team-Spirit. Ey, Leute, guckt mal. Ja. Leute? Ein Geweih. Ist das ein Geweih? Ein Geweih? Jo. Digga, das ist ein Geweih. Digga. Prost. Einfach ein Geweih gefunden. Ja, Digga, das können wir... Och, Digga. Sandra nervt so doll, ne? Wir werden erstmal benutzen. Digga, ich... Sandra! Hallo? Ich muss schon pissen, ey. Ich hab mir Hirschgeweih gefunden. Junge, welches Tier ist das? Hirsch. Ein Hirsch hat ein Hirschgeweih. Digga. Sandra. Alter. Junge, und das in purer Natura. Sandra. Na, Scheiße, ist komplett morsch. Guck mal, Julia denkt auch richtig mit. Man merkt richtig, dass das alle, das sind alles Influencer. Der eine filmt direkt aus sich. Julia stellt GoPro hin. Filmt jetzt und sagt es jetzt, was da abgeht, nimmt dann wieder GoPro. Ich stelle mir das halt immer so vor, wie das dann so abläuft. Sie hat den Stock ja schon gefunden. Läuft zurück, stellt Kamera hin, guckt dann Stock an. Das ist morsch. Und läuft dann zurück zur Kamera. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, das ist so Lachkick. Ey, ich hätte Bock, alles zu gucken. Das ist sehr geil bisher. Abgestürzt vor 1,5 Stunden. Hugo. 14 Tage All-In, ne? Digga, also ich glaube irgendwie, also... Ich will jetzt nicht jinxen, aber ich glaube, keiner wird abbrechen. Das wird eigentlich, also wird es gar nicht so schwer, glaube ich. Haha, ich weiß nicht. Digga, Sandra, hör doch mal auf, Digga zu sagen. Mann, ey. Wenn's noch, du bist seit 15 Minuten hier. Echt so? Ja, aber ich glaube, das passt. Du glaubst, das passt. Ich glaube schon. Ich glaube, ich hätte eine ähnliche Einstellung wie Hugo. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt so reingehen würde, so von wegen, jo, passt schon, wir kriegen das alles hin. Aber ich glaube irgendwie schon. Also, ja, es ist, man, wie gesagt, man kann es schwer beurteilen, wenn man hier im warmen Deutschland sitzt. Aber ich glaube mir auch, so ein bisschen mehr Optimismus wie von Hugo wird diesen Survival-YouTubern schon ganz gut tun. Uns fehlt nichts. Doch. Ja, Feuer. Uns fehlt eine Menge. Was sonst? Feuer und? Essen. Essen. Hier ist weit und breit schon schwierig, glaube ich. Kamera oder kannst du es filmen? Ich mache einen Taste-Test. Ja, vom Taste-Test. Ich mache mal einen Taste-Test. Ich trinke jetzt das Wasser. Das ist auf jeden Fall geil. Wir haben auf jeden Fall absolut genug Wasser. Das ist das Allerwichtigste. Das wirklich, das bevor ich am meisten. Ist das? Und wärme Leute, am Ende machen wir Gruppenkuscheln. Wir machen den Pinguin-Effekt. Pinguin-Effekt? Ich habe viel Masse. Ich habe Wärme für euch alle. Ich habe Wärme für euch alle. Ist es jetzt schon gefiltert oder nicht? Keine Ahnung, lebt ja noch. Sandra, ich bin wirklich gespannt, wie lange du diese Frequenz an Reden aufrechterhalten kannst. Frequenz an Reden. Meinst du, das klappt lange? Und wie war's? Digga, Wasser mit Erde. Digga. Erste Flasche ist leer. Wasser mit Erde. Aber ist okay. Ist okay. Ja, Wasser mit Erde. Wasser mit aber Erde, schmeckt ne? Nach Natur. Schmeckt ja. Gut. Ja. Ich glaube, das ist gut. Wir kriegen vielleicht einmal Scheißerei, aber ist egal. Digga, aber das ist so krass. Sandra, hört doch mal bitte auf, Digga zu sagen. Das ist schon krass. Die trinken da so ungefiltertes Wasser mit Erde. Und ich habe hier irgendwie so ein Heilwasser mir letztens bestellt. Also, und sitze hier im warmen Deutschland. Deswegen, ich fühle mich total dumm, dass ich hier so dumme Jokes bringe. Ihr wisst ja, dass nichts davon böse gemeint ist. Aber das ist krass. Prost, Sandra, ne? Ah. Ja, das ist echt klar. Also ich habe echt gedacht, Wasser wird ein größeres Problem. Man muss ja auch sagen, Wasser ist ja auch das Wichtigste, ne? Also wenn die da 14 Tage sind, kriegst du es auch eigentlich ohne Essen, würdest du es überleben, zumindest. Aber Wasser ist halt die Sache, ne? Wir packen uns jetzt Gras und machen uns ein richtig schönes Heusofa heute Nacht. Heusofa? Dann schlafen wir wie in so einem Heuhotel. Heuhotel. Hallo? Warum? Das fliegt doch weg, Sandra. 14 Tage. Digga, danach werde ich Meckes auseinandernehmen. Ich kack ab. Sie hat wieder Digga gesagt.
kranke Scheiße. Das ist unser aktuelles Lager. Sieht gut aus. Wir haben das hier ein bisschen mit Streu ausgelegt. Streu. Das ist die erste Matratze für heute Nacht. Ach, die haben das in so ein Ding reingepackt. Hier vielleicht insgesamt eine. Dann macht Joey die Maschine gerade diese Dinger hier ab. Aus dem Flugzeug. Das wären auf jeden Fall schon mal, könnten schon mal zwei drauf schlafen. Okay. Und da auch. Klingt eigentlich ganz gut. Ja. Sechs Stück. Sandra. Ja? Das ist für dich die Matratze, wenn ich das rauskriege. Nein, für uns alle. Nein, aber ich nehme die schon gerne. Nee, Joy, die ist für uns alle. Aber ich nehme die schon recht gern. Digga, komm schon. Oh, die hat schon wieder Digga gesagt. Schmeckt sie? Komplett, irgendwie lecker. Ja, ne? Lecker? Aber irgendwie auch ekelhaft. Ja, besser als nichts. Ja, wirklich. Okay. Jetzt eine Drohnenaufnahme, wie es mittlerweile aussieht. Ja, okay. Nicht eine Drohnenaufnahme, wie es mittlerweile aussieht. Das wäre ja krass, wenn da noch irgendein Kameramann mit dabei wäre. Das finde ich auch immer krass bei so Videos, wenn die dann so kranke Skifahrer fahren eine Piste runter, springen dann einen Hang runter und dann mit Fallschirm, muss der denken, das hat ja auch einer gefilmt daneben. Das wäre krass, wenn die auch noch ein Kameramann wäre. Okay. Es wird dunkel. Es ist kalt wie Sau. Joe ist jetzt scouten gegangen. Scouten? Ich gehe jetzt auch scouten. Scouten? Weil es ist gerade mal 18 Uhr und es ist schon kacke dunkel. Wir sind alle auf Jetlag. Und das bringt halt alles nichts, wenn wir uns jetzt schlafen legen, dann sind wir um 9 Uhr wieder wach. Ja, true. Ja! Yeah. So, ich mach den Scouter. Was macht denn Sandra gerade in der Zeit, wenn es jetzt so dunkel geworden ist? Ey, sieht das gruselig aus! Echt? Das sieht todesgruselig aus, oder? Ey, Zeit, dreh mal die Kamera. Ah ja. Oh mein Gott, wow. Stimmt, wir können ja auch Selfie machen. Ja. Hey, ist das verrückt? Wir sehen todescreepy aus. Ey, Leute, wenn wir euch so nachts begegnen würden, ne? Ich sag, ihr würdet schreiend wegrennen. Weiß ich nicht. Ey, Hugo, kannst du mal rücken? Kannst du rücken? Hugo, kannst du rücken? Sandra. Ja, beweg dich mal ein bisschen, glaub mir, ist gut. Es geht Hugo schlecht, oder wie? Ich mache jetzt 5 Minuten Pause, dann gehe ich auch einmal hoch und einmal runter. Und so wird mein Abend sein. Digga, habt ihr auch so einen Handygriff? Was? Dass ihr euch ans Handy greift. Also ich habe jetzt dreimal wollte ich mein Handy zucken. Boah, ja gut, braucht man aber gar nicht so laut lachen. Man ist schon drin, ne? In der Handysucht. Das stimmt schon, Sandra im Flugzeug. Digga, er sagt, hier ist kalt. Ich schwöre, dir ist viel wärmer. Ehrlich? Ja. Okay. Also, an unserer Stelle hätte ich das direkt zugebaut. Das hätte ich auch zu Anfang gemacht, ne? Und hier gepennt. Also, da wollte ich ja so machen, hier vorne oben alles zumachen. Aber es war noch zu klein, dann musstest du erstmal stundenlang alles ausbauen. Aber ist doch scheißegal, Alter. Einmal alles rum. Digga, ganz ehrlich. Sandra, hör auf, Digga zu sagen. Hier ist es allein schon viel wärmer, wenn du dich so hinlegst. Mhm. Digga, beste Leben. Oder hier so seitlich und da noch einmal. Okay. Sieht schon gut aus, ne? Mit Schlafsack hier so rein, auf korrekt. Boah. Ja, wenn man das gut ausgepolstert kriegt, können da 3 Leute drin pennen. Boah, dachtest du ehrlich, es wird so schwer? In der Kälte hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich auch nicht. Ah, gut, bei denen sieht es aber auch okay aus, ne? Haben wir noch so Säcke anscheinend gefunden. Ja, ist schon interessant. Ich bin mal gespannt, ob die Nacht überleben werden. Freunde, das war jetzt meine Reaction auf Seven vs. Wild. Soll ich einen zweiten Teil noch machen, wenn die zweite Folge draußen ist? Ihr seht ja, ich skippe so ein bisschen durch. Ich will die Passagen sehen, wo es um Sander geht, weil ich die halt persönlich kenne. Mit dem Rest habe ich eigentlich nichts zu tun. Deswegen, wenn ihr das komplette Video sehen wollt, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Lasst einen Daumen hoch im Video da. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr die nächste Reaction noch nicht verpassen wollt. Passiert hier noch was? Nee, die gehen nur schlafen. Okay, wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.